knew the day you met me, I could love you if you let me. Though you touched my cheek and said how easy you forget me. And I don't know what comes next. I knew the day you met me, I could love you if you let me. You touch my cheek and say. Danke, mir geht es gut. Wie geht es dir? Hier ist es warm. Wie ist das Wetter in Scarsdale? Ja, ganz recht warm. Hier ist es auch warm. Hallo, Schwesterherz. Na, ich wusste es eben. Nein, immer wenn du anrufst, dann klingelt das Telefon nicht, sondern es macht Florence, Florence. Danke, mir geht es gut. Wie geht es dir? Hier ist es warm. Wie ist das Wetter in Scarsdale? Ja, ganz recht warm. Hier ist es auch warm. Hä? Nein? Nein, das ist super. Ich liebe das Apartment. Ja, als gestern Abend. Auch jetzt nicht viel. Also ich hatte ein paar Freunde da, eine kleine Party eben. Was? Ja, keine Ahnung, wie viele es waren. Brauchst du jetzt eine genaue Anzahl? Wie wär's mit 12,5? Nein. Nein, Florence, Sie sind nicht so lange geblieben. Was? Wann? Nein! Nein, 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 Florence! Weil wir uns auf 2 Monate geeinigt hatten, richtig? Florence, nein! Ich habe gesagt, du kommst nicht hierher! Florence, wir haben uns auf 2... Florence, 2 Monate! Was? Was? Nein, nein, ich habe nicht das Radio angemacht. Florence, das kommt von nebenan. Nein, keine Ahnung, ich habe sie noch nicht kennengelernt. Ja, es ist ein Mädchen. Nein, ich weiß ihren Namen nicht, Florence. Ich. Nein, es ist nicht mein Radio, Florence. Florence, du, ich verstehe dich gar nicht mehr. Ich rufe dich morgen an, ja? Ja, bis dann. Hallo? Können Sie bitte... Hätten Sie die Güte, das Radio leiser zu stellen? Entschuldigung, ich konnte Sie nicht hören. Ich habe Sie nur gebeten, das Radio leiser zu stellen. Sie müssen das nicht gleich ausschalten. Oh, ich habe gar kein Radio. Das ist ein Fernseher. Ah. Diese Wände könnten genauso gut aus Pappe sein. Ja, da haben Sie recht. Wie wär's mit Kaffee? Nein, danke, ich hab gerade welchen. Ich meinte für mich. Oh. Ja, klar, kommen Sie einfach rüber. Es ist offen. Hi. Hi. Ich bin Jill Tanner. Don Baker. Tut mir leid, dass ich mich jetzt einfach so selbst eingeladen habe. Ja. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Mhm. Oh, könntest du mir mal mit dem Knopf an meiner Bluse helfen? Ich krieg den irgendwie nicht zu. Ja, klar. Warte. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ich weiß es. So, fertig. Oh, dankeschön. Wow, dein Wohnzimmer ist viel größer als meins. Ja. Wie lange wohnst du schon hier? Seit einem Monat. Das ist übrigens nicht das Wohnzimmer. Das ist die ganze Wohnung. Mehr wird's nicht. Abgesehen von einer winzigen Küche mit Kleiderschränken und einem Klo auf dem Gang. Also ich habe 3 Zimmer, wenn man meine Küche mitzählt. Vor 2 Tagen bin ich eingezogen, aber ich habe gar nicht erst groß einen Mietvertrag unterschrieben oder so. Weißt du, ich glaube, ich bleibe hier nur auf Zwischenstopp. Mhm. So von Monat zu Monat. Ja. Oh, Kaffee. Wow, du bist vielleicht ordentlich. Alles ist so aufgeräumt. Ja, Kunststück, ich besitze kaum etwas. Ich besitze auch kaum etwas, aber dafür liegt bei mir trotzdem eine Menge rum. Schätze, ich bin eben eine Chaotin.
Mhm. Naja, weißt du, es heißt ja, dass Jungs allgemein ordentlicher sind als Mädchen. Ah. Das ist ja cool. Was denn? Dieses Bett auf Stelzen. Gefällt's dir? Ja, das ist das großartigste Bett, das ich je gesehen habe. Und ich habe eine Menge Betten gesehen. Ah. Hast du es gebaut? Nein, das war mein Vormieter, ein Hippie. Erst auf einem Hochbett ist man richtig high. Oh, was ist, wenn du rausfällst? Du könntest dir was brechen. Ach, das kann mir doch bei jedem anderen Bett auch passieren. Milch, Zucker? Nein, schwarz. Weißt du, ich hatte die Wahl zwischen deinem Apartment und diesem hier. Ich hab's wegen dem Bett genommen. Ja, das kann ich verstehen. Weißt du, eigentlich doof, ich kaufe immer so Sachen wie bunte Geschirrtücher und Papierservietten, aber Kaffee einzukaufen vergesse ich ständig. Ist er denn heiß genug? Ja, perfekt, danke. Der rettet mir gerade echt das Leben. Eines Tages werde ich mich dafür revanchieren. Ach, musst du nicht. Doch, klar. Ich meine, brauchst du vielleicht bunte Geschirrtücher oder Papierservietten? Eher weniger. Okay. Ja. Sag mal, kann ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja, klar. Warum willst du nicht, dass deine Schwester herkommt? Woher weißt du das denn? Naja, wenn du mich hören kannst. Ja, stimmt. Keine Ahnung, ich schätze, der Schall kriecht irgendwie unter dieser Türe hier durch. Ja. Wozu ist die überhaupt gut? Weißt du, dein Apartment und meins waren früher mal eins gewesen. Also, der Vermieter hat einfach die Tür zugemacht und dann zwei rausgemacht. Ja. Du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Oh, entschuldige, was war die Frage? Na, warum du deine Schwester nicht hier haben willst. Ach, weißt du, das... Das ist eine lange Geschichte. Na, obwohl eigentlich ist es eine kurze, sie erstreckt sich bloß über einen längeren Zeitraum. Sie will nicht, dass ich von zu Hause ausziehe. Okay. Also zumindest wollte sie es nicht. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass ich es für 2 Monate einfach mal versuche. Aber mit der Bedingung, dass sie mich nicht besuchen darf. 1 Monat habe ich noch. Und warum hast du gesagt, du hättest gestern eine Party gefeiert? Ach, dir entgeht da drüben wohl kaum etwas, ne? So gut wie gar nichts. Weißt du, ich sage ihr jedes Mal, dass ich eine Party gegeben habe oder dass ich zumindest zu einer eingeladen war. Sie wird dieses Apartment hassen. Sie hasst es jetzt schon, ohne es jemals gesehen zu haben. Sie wird hier reinkommen und als erstes sagen, das ist ja schlechterdings zum Weinen. Was? Weint sie viel? Nein, aber sie ist ja gut darin, es überzeugend anzudrohen. Also, wenn sie mal wirklich weinen möchte, dann schickt sie zu mir rüber. Ich meine, hier ist wenigstens aufgeräumt. Außerdem bist du alt genug, um allein zu wohnen, oder? Ja. Also, ich bin 21 und du? 11, wenn es an meiner Schwester ginge. Aber ich habe bald Geburtstag, da werde ich 10. Ah, okay. Und hat der 10-Jährige auch schon einen Job? Naja, also ich spiele Gitarre und habe da was in Aussicht. Ja, ich habe dich letzte Nacht spielen gehört. Oh, das tut mir leid. Nein, muss es nicht. Ich fand's gut. Ich dachte erst, es wäre eine Aufnahme. Nur dann hast du diesen einen Song immer wieder wiederholt. Ja, weißt du, ich kann keine Noten lesen und muss noch Gehör üben. Ich versuche genügend Songs für ein ganzes Konzert zusammenzukriegen. Ja, und dann? Na, dann habe ich hoffentlich nicht mehr nur was in Aussicht, sondern kann damit auch ein bisschen was verdienen. Dann eins kannst du mir glauben. Ich gehe nie wieder zurück nach Scarsdale. Was ist denn Scarsdale? Du kennst Scarsdale nicht? Oh, ich habe keine Ahnung vom Osten. Ich komme aus Los Angeles. Scarsdale liegt nur 20 Meilen außerhalb von New York. Oh. Ja. Und da lebst du, oder? Nein, ich lebe hier. Ja. Dort habe ich früher mal gewohnt. Okay. Gibt's noch Kaffee? Ja, klar, jede Menge. Ich nehme mir einfach. Nein, ich mach das schon okay. Nicht. Wie heißt du nochmal? Jill Tanner. Wobei, naja, streng genommen bin ich eigentlich Mrs. Benson. Ich war mal verheiratet mit 16. Mit 16? Ja. Und das haben deine Eltern erlaubt? Ja, meine Mom. Weißt du, ich habe ihr einfach erzählt, dass ich schwanger wäre, was ich nicht war. Oh Gott, die hat sich die Augen aus dem Kopf geheult bei dem Gedanken, Großmutter zu werden. Ja, wetten, ich weiß, was du jetzt denkst. Was denke ich denn? Naja, du denkst dir, geschieden? So sieht die gar nicht aus. Nein, das habe ich nicht gedacht, aber wie sieht man denn aus, wenn man geschieden ist? Naja, du weißt schon, geschieden sieht normalerweise nach so großmopsigen Mitdreißigerinnen in viel zu enger liegenden Kleidern und Lackstilettos aus. Findest du nicht? Klar. Also ich sehe jedenfalls in einem Scheidungsszenario eher aus wie, naja, das Kind, das sich entscheiden muss. Und wie lange warst du verheiratet?
Gott, es kam mir vor wie Wochen. Es waren 6 Tage. So lange? Ja, klar. Also, ja. Es war nicht Jacks Schuld. Weißt du, niemand war schuld. Das war ganz einfach einer dieser Riesenfehler, die man macht, obwohl man genau weiß, dass das gerade ein Riesenfehler ist. Und wie war er so? Jack? Mhm. Ich spreche nicht so gerne über ihn. Oh nein, oh, das tut mir leid, das brauchst du ja nicht. Okay. Zigarette? Ja, gerne. Ja. Vorsicht. So. Danke. Bitte schön. So. Weißt du was, ich erzähl dir einfach doch von ihm. Okay. Man soll ja ab und zu Dinge tun, die man eigentlich nicht tun will. Mhm. Das reinigt einen von innen. Also, Jack war süß und sah gut aus und... Aber er war einfach noch ein halbes Kind, verstehst du, was ich meine? Mhm. Also Mädchen werden einfach schneller erwachsen. Jungs sind ordentlicher, aber Mädchen werden schneller erwachsen. Jedenfalls war es wie ein Feuerwerk, als wir uns kennengelernt haben. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Zwischen uns war einfach so viel Leidenschaft. Mit ihm war jeder Tag wieder Unabhängigkeitstag. Naja, und bevor ich bis 3 zählen konnte, stand ich vor dem Standesbeamten und hab geheiratet. Und wie lange habt ihr euch da schon gekannt? So 2-3 Wochen. Ja? Also weißt du, der Standesbeamte sagte so, Jack, nehmen Sie Jill zu Ihrer rechtlich angetrauten Ehefrau. Und dann kam schon, bis dass der Tod euch scheide. Und schwupp, schon war es keine Hochzeit mehr, sondern ein Begräbnis. Jesus. Ja, ich meine, wenn man sich das genauer überlegt, dann ist so eine Hochzeitszeremonie ja wohl richtig krank, oder? Ich meine, ich wurde lebendig begraben. Unter Jack Benson. Ja. Wenn das mal nicht abstoßend ist. Also am liebsten wäre ich schreiend in der Dunkelheit verschwunden. Und bist du's? Konnte ich ja nicht. Es war 10 Uhr morgens, da war noch nichts mit Dunkelheit. Also bin ich in Ohnmacht gefallen. Naja, aber leider erst nachdem. Ja, ich will. Und warum hast du es dann nicht versucht, das hinzukriegen? Also ich meine, das mit der Ehe? Das habe ich ja. 6 Tage lang. Aber ich meine, naja, wie viel Ehe kann man in 6 Tagen schon retten? Hm? Hast du ihn eigentlich geliebt? Ja, auf meine Art. Und was ist deine Art? Keine Ahnung. Ich meine, nur weil man jemanden liebt, heißt das doch nicht gleich, dass man den Rest seines Lebens mit ihm verbringen muss, oder? Jedenfalls hat Jack mich geliebt. Sehr. Ich habe ihm wehgetan und das halte ich nicht aus. Weißt du, ich kann einfach keinem mehr wehtun. Eine Ehe ist doch schon irgendwie sowas wie eine Verantwortung, oder? Und ich meine, ich kann mich eben einfach nicht binden, ich kann mich einfach nicht festlegen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe es schon, aber ich sehe das anders. Dann verstehst du mich nicht wirklich. Hm? Sag mal, was soll das eigentlich, ja? Was denn? Habe ich mich getäuscht? Sind es doch die Mädchen, die ordentlicher sind? Was meinst du denn? Oder vielleicht weißt du ja was ich nicht weiß. Zum Beispiel, dass Zigarettenasche gut für Möbel ist. Schnippst du sie deshalb auf den Tisch? Hast du den Aschenbecher weggenommen? Ja, ich habe ihn hier. Sag mal, bist du blind oder was? Ja. Was meinst du mit ja? Ich meine ja, ich bin blind. Du verarschst mich doch. Nein, ich bin blind, war ich schon immer. Richtig blind? Nicht nur kurzsichtig oder so? Richtig ordentlich blind, mit allem, was dazu gehört. Ich sehe nichts. Kannst du mir den Aschenbecher mitgeben? Okay. Oh mein Gott.
Hoffentlich habe ich nicht irgendetwas gesagt, dass ich... Nein, ist alles in Ordnung. Mach dir keinen Kopf. Ich mach mir auch keinen. Wieso hast du mir das denn nicht gesagt? Na, hab ich doch gerade. Nein, ich meinte, als ich reinkam. Du hast nicht gefragt. Nicht gefragt? Ach so, hätte ich das fragen sollen? Glaubst du, ich gehe zu meinen Nachbarn und sage, hi, ich bin Gian Tanner. Sind Sie blind? Ja. Und ich gehe nicht einfach zu Fremden und sage, hallo, ich bin Don Baker und blind wie eine Fledermaus. Keine Ahnung, ich finde, du hättest mir das sagen müssen. Weißt du, ich wollte erst mal abwarten, wie lange du brauchst, bis du es merkst. Willst du jetzt gleich in der Dunkelheit verschwinden oder sofort in Ohnmacht fallen? Was? Wie kannst du denn nur Witze darüber machen? Hör mal, wenn ich eins nicht ausstehen kann, ja, dann ist das Mitleid. Ich brauche keins und es hilft mir auch nicht weiter, okay? Okay. Also, du kannst es wirklich ganz entspannt betrachten. Gut. Ich meine, du hast dich so gut angepasst. Nein, habe ich nicht. Musste ich nie. Weißt du, ich bin schon blind auf die Welt gekommen. Es ist vielleicht anders, wenn man sehend zur Welt kommt und dann erblindet, aber für mich ist das der Normalzustand. Ich habe überhaupt erst mit 6 Jahren kapiert, dass alle anderen um mich herum nicht blind sind. Wo soll ich mich da noch groß aufregen? Also, sei ganz entspannt, okay? Und wenn wir dabei ein bisschen was zu lachen haben, umso besser. Was zu lachen? Mhm. Über blind sein? Nein, nicht über blind. Ich meine, kannst du das nicht einfach wieder vergessen? Keine Ahnung. Ich meine, du bist der erste Blinde, den ich kennenlerne. Herzlichen Glückwunsch. Was? Nein, ich meine, ich habe schon andere Blinde gesehen. Auf der Straße, mit so Hunden. Keine Ahnung, was. Warum hast du eigentlich keinen Hund? Ja, Hunde ziehen zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Das mache ich lieber selbst. Ich meine, ist es denn nicht schwer, sich in New York zurechtzufinden? Das geht doch schon mir so. Nein, mit meinem Stock komme ich bestens zurecht. Ich habe mir alles genau eingeprägt. Ich weiß genau, wie viele Schritte es bis zum Minimarkt sind, bis zur Wäscherei, bis zur Apotheke. Hey, wo ist denn die Wäscherei? Ich bräuchte dringend eine. Ach, die ist gleich neben dem Feinkostladen, nur 44 Schritte vom Hauseingang entfernt. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, kann ich dir ja zeigen. Ja, und wie ist es hier drin? Ich meine, hast du nicht Angst, ständig dagegen zu stoßen? Du könntest dich verletzen. Nein, ich weiß genau, wo alles steht. Ja? Pass auf, hinter mir ein Regal mit Büchern, Blindenschrift, ja, Waschschüssel, Regal der schönen Dinge, Badewandtisch, Ausgang, Sofa, Küche, darin mein Kleiderschrank, oberste Schublade Hemden, dann Unterwäsche und Socken und dann die Pullover. Gitarre, Verbindungstür, Telefon und, gibst du mir bitte den Aschbecher? Oh, ja, klar. Dankeschön. Und Aschenbecher. Tadrata, du siehst, wenn du nichts wegnimmst, dann finde ich mich genauso gut zurecht wie jeder andere auch. Besser sogar. Ich kann in meinem Apartment gar nichts finden. Die Ketchupflasche legt sich gerne in meine Strumpflade. Und die Strümpfe finde ich dann im Ofen wieder. Also komm mal zu mir rüber, wenn du richtiges Chaos sehen willst. Also, ich meine, ich wollte sagen, wenn... Jill, also, es ist alles in Ordnung, okay? Jill, abgesehen davon, dass ich blind bin, bin ich wie jeder andere auch. Hm? Ich meine, Blindsein ist gar kein so großes Ding. Mich stören eher die Leute. Also ich meine, die Leute, die mit meiner Blindheit nicht umgehen können. Weißt du, es gibt da so Leute, die würden am liebsten die ganze Schuld auf ihre Schultern laden und behandeln mich, als wäre ich irgendein Held einer griechischen Tragödie. Ja? Was ich nicht bin. Na, so viel sei gesagt. Also sei bitte einfach du selbst, okay? Ja, ich versuch's. Hm. Bist eben doch der erste Blinde, den ich kennenlerne. Ja, wir sind eben ein sehr kleiner, äußerst exklusiver Kreis. Wie die Eskimos. Wie viele Eskimos kennst du? Also, ich hätte einfach nie gedacht, dass Blinde so drauf sind wie du. Ja, sind doch nicht alle so drauf wie ich. Auch da gibt's Unterschiede. Weißt du, ich dachte immer... Hm? Naja, wie sage ich das jetzt am besten? Was denn? Ich dachte immer, Blinde wären so ein bisschen... Naja, unheimlich. Unheimlich? Ja. Ja, was sind wir doch auch. Weißt du, das Tageslicht verschlafen wir nämlich kopfüber von der Duschvorhangstange hängend. Aber wenn es Nacht wird, dann erwachen wir und fliegen zu den Menschen. Und zwar direkt gegen ihre Fensterscheiben. Deswegen sagt man ja auch, jemand ist blind wie eine Fledermaus. Wow. Ja. Okay, aber jetzt mal ganz ernst, ja? Mhm. Haben Blinde einen sechsten Sinn? Nein. Und selbst wenn ich einen sechsten Sinn hätte, wären es bei mir trotzdem nur 5. Weißt du, alle anderen Sinne, so wie riechen, tasten, hören, natürlich, die sind weiter ausgeprägt als bei dir, aber auch nur, weil ich sie mehr benutze. Also muss ich ja. Du bist wirklich fantastisch. Ja. Du bist überhaupt nicht verbittert. Nein. In dir ist kein bisschen Verbitterung. Oh, ich sitze jetzt auf dem Sofa. Ja, ich weiß. Wer denn? Das kann ich schließlich hören. Das hörst du? Ja, na klar,
Warte mal auf, schließ mal die Augen. Warte. Moment. Bin gleich soweit. So. Hast du die Augen zu? Oh, Entschuldigung. Ja. Okay, Augen zu? Zu, ja. Ja. Wo bin ich jetzt? Da? Hey, hat funktioniert! Das siehst du? Okay, trotzdem. Also, wenn ich blind wäre, ich wäre furchtbar verbittert. Doch, wirklich? Ich wäre also zumindest schlecht drauf? Nein, wärst du nicht? Ich könnte nicht so fröhlich sein wie du. Ich habe keine großen Stärken wie Mut und Tapferkeit. Und die habe ich auch nicht. Aber ich bin wahnsinnig hinreißend. Mehr als das. Du bist ein viel besserer Mensch als ich. Sag mal, redest du gerade mit mir oder mit Mahatma Gandhi? Ich jedenfalls tauche nicht kampflos und sanft tief in das Dunkel der Nacht. Ich wüte wieder den Tod dieses Lichtes mit Macht. Dylan Thomas. Wer? Das war eine Zeile aus dem Gedicht von Dylan Thomas. Was, echt jetzt? Mhm. Du meinst, ich kann einfach so Dylan Thomas zitieren? Ja, hast du ja gerade. Was sagt man dazu? Und das, obwohl ich noch nie etwas von ihm gelesen habe. Aber Mark Twain, den kann ich zitieren. Willst du mein Lieblingszitat hören von Mark Twain? Ja, okay. Ich stelle nur kurz die Schuhe weg. Klar. Okay? Okay, ich bin bereit. Ja. Ich verlange nichts weiter, als frei zu sein. Die Schmetterlinge sind frei. Die Menschheit wird Harold Skimpole ja wohl nicht verbieten, was sie den Schmetterlingen zuerkennt. Ich kann mich nämlich mit Schmetterlingen ziemlich gut identifizieren. Mhm. Gefällt's dir? Ja, aber es ist nicht von Mark Twain. Was? Wieso denn nicht? Weil Charles Dickens das geschrieben hat. Bist du dir das sicher? Ja, Harold Skimpole ist eine Figur aus Bleak House von Dickens. Oh. Ja, weißt du, ich habe nie was von Dickens gelesen. Also, ich habe eigentlich auch nie was von Mark Twain gelesen, aber ich dachte eben, es wäre von ihm. Ja. Hast du viel gelesen? Also, Ja, ich habe viel gelesen. Ich habe das meiste von Dickens gelesen und auch von Twain. Gott, das ist doch furchtbar, einen Blinden zu fragen, ob er was gelesen hat. Nein, wieso? Ich kann sehr gut lesen. Es gibt's alles in Blindenschrift. Ich lese mit meinen Fingerspitzen. Du kannst mich ja einfach fragen, ob ich in letzter Zeit ein gutes Buch gefühlt habe. Okay. Hey, sag mal, lässt du dir manchmal vorlesen? Bitte? Lässt du dir manchmal vorlesen? Ja, so Magazine und Zeitschriften. Soll ich dir mal was vorlesen? Klar, aber du musst dich nicht dazu verpflichtet fühlen, okay? Sag mal, Jill, hast du schmutzige Bücher? Nein. Oh, ja, weißt du, das ist das Einzige, was es in Blindenschrift nicht gibt. Oh. Weißt du, damit werde ich dir wohl nicht dienen können, aber hey, was für Magazine magst du denn? Sowas wie Times oder Newsweek. Ich weiß gern, was in der Welt so passiert. Ja, sollte ich wahrscheinlich sowieso mehr lesen. Ich habe keine Ahnung, was in der Welt so passiert. Ich schätze, es ist mir einfach egal. Was? Nein, sag das nicht. Selbst Tieren ist es wichtig, was um sie herum passiert. Gut, das Gemüse sieht das vielleicht ein bisschen anders, aber... Wenn dir nichts wichtig ist, bist du nichts. Naja, Essen. Was? Essen ist dir wichtig? Ja. Also jedenfalls denke ich ständig dran. Na, das ist so eine solide Basis. Naja, aber damit einem etwas wirklich wichtig sein kann, muss man erst eine Menge darüber wissen, nicht wahr? Und keine Ahnung, ich bin eben nicht sonderlich gebildet. Sag mal, hast du noch andere Feinde außer dir selbst? Ich kenne eben meine Grenzen. Ja, aber das ist doch die halbe Miete. Wer seine Grenzen kennt, kann gegen sie angehen. Ich glaube, in dir steckt mehr, als du ahnst. Okay, sag das doch gleich nochmal, hä? Nein, sag's dir selbst. I knew the day you met me, I could love you if you let me. Though you touched my cheek and said how easy you forget me, you said the butterflies are free. So are we. Das ist wunderschön. Das ist der Song, den du letzte Nacht geschrieben hast. Ja, ja. Weißt du, das Ende, das hat noch nicht so richtig funktioniert, aber jetzt mit den Schmetterlingen, das ist eigentlich ganz schön.
Butterflies are free. And so are we. Das ist großartig, wirklich. Und von Musik habe ich echt viel Ahnung, weil ich hatte richtig viel Musik in der Schule. Hast du die Schule abgeschlossen? Ja, die Highschool schon. Also gerade mal so. Okay. Weißt du, meine Mom wollte unbedingt, dass ich aufs College gehe. Also bin ich zur University of California gefahren, aber ich konnte keinen Parkplatz finden. Okay. Warst du schon mal in L.A.? Nein, aber das Wetter muss doch toll sein. Ach, ja, das Wetter ist toll, aber keine Ahnung, mir gefällt's hier besser. Ich meine, was gibt es eigentlich Cooleres, als in der Stadt zu wohnen, die so aufregend ist, dass sie jeder besuchen möchte, hä? Was, das ist der Grund, warum du hergezogen bist? Naja, keine Ahnung, ich wollte einfach mal was Neues probieren, weißt du? Ich will Schauspielerin werden. Wow. Also glaube ich, vielleicht, keine Ahnung. Wissen werde ich heute Nachmittag. Da habe ich ein Vorsprechen für ein neues Off-Broadway-Stück. Eine gute Rolle? Ja, ich glaube schon, keine Ahnung, die Hauptrolle. Also es geht um eine Frau, die richtig verbittert ist, weil sie einen Homosexuellen geheiratet hat. Also zuerst war nicht homosexuell, sondern Säufer, aber keine Ahnung, homosexuell ist gerade irgendwie angesagt. Bist du homosexuell? Nein, nur blind. Weißt du, einer meiner besten Freunde ist nämlich schwul, Dennis. Er ist Designer. Hey, die Bluse ist von ihm. Sie ist bestimmt hübsch. Ja. Er hat sie eigentlich für sich selbst gemacht, aber ich habe sie ihm dann doch noch abschwatzen können. Ja. Weißt du, Jill, erzähl mir doch ein bisschen was über das Stück. Also, schafft die Ehefrau es am Ende, ihren Mann wieder zu bekehren? Beinahe. Aber naja, dann brennt er doch mit ihrem Bruder durch. Wie? Ihr Ehemann wird also zu ihrer Schwägerin? Ja, ich glaube schon, keine Ahnung. Ich glaube, ich krieg die Rolle. Ja. Weißt du, der Autor ist ein Freund von mir. Also der Regisseur ist ein Freund von mir und der Autor ist der Einzige, der mich noch absegnen muss. Ah, und wie heißt der Regisseur? Ja, man kennt ihn noch nicht. Er heißt Ralph Austin und naja, er hat schon ein paar Dinge gemacht, aber der große Durchbruch war noch nicht dabei. Okay. Er hat in Hollywood angefangen mit Off-Broadway. Hollywood? Ja, das ist allerdings Off-Broadway. Ja. Weißt du, wir waren eine Zeit lang sowas wie ein Paar, aber dann wollte er unbedingt heiraten und das habe ich echt kein zweites Mal gebraucht. Und hast du ihn geliebt? Entschuldige dich. Keine Ahnung. Habe ich überhaupt schon mal jemanden richtig geliebt? Ich glaube nicht. Weißt du, ich will's auch gar nicht. Es beengt nur und am Ende wird immer irgendjemand verletzt. Hast du Hunger? Nein, du? Ja, immer. Ich sag doch, mein Appetit ist mir peinlich. Ich muss ständig ans Essen denken. Aber hey, ich kann doch einfach zum Feinkostladen runtergehen und uns was holen. Jetzt weiß ich ja genau, wo er ist. 44 Schritte vom Hauseingang. Das ist die Wäscherei. Der Feinkostladen liegt 51 Schritte vom Hauseingang entfernt. 51. Ja. Okay. Aber weißt du, ich habe auch noch ein bisschen was zu essen hier. Ja, wirklich? Ja, so ein bisschen Gemüse, Obst und ich glaube Kartoffelsalat. Hört sich gut an. Ja? Okay, dann würde ich sagen, dann tische ich uns mal ein bisschen was auf. Ja, ich helfe dir. Oh, Entschuldigung. Was? Okay, kein Problem. Okay. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, weißt du, schau mal da vorne, da ist Besteck und Teller. Ja. Du könntest ja den kleinen Tisch in der Küche decken. In der Küche? Essen wir doch einfach hier, ist viel gemütlicher. Hm? Im Wohnzimmer? Ja, auf der Badewanne. Also dann decken Sie die Badewanne. Wobei, kann ich das? Sag mal, ist Blindheit eigentlich erblich? Wie bitte? Ist Blindheit erblich? Nicht, dass ich wüsste. Also können deine Eltern sehen? Das wage ich zu bezweifeln. Sie sind seit einigen Jahren tot. Aber bis dahin hatten sie kein Problem. Wo bist du? Hier. Du vermisst sie sicher. Ja. Aber weißt du, für meine Schwester war es schwieriger als für mich. Sie wollte auf einmal Mutter und Vater für mich sein. Warum bist du denn blind auf die Welt gekommen? Also, konnten die Ärzte irgendwas dazu sagen? Nun, sie meinten, es muss während der Schwangerschaft passiert sein.
Ein Virus in der Gebärmutter oder so etwas. Was so viel bedeutet wie, wir haben null Ahnung. Denn immer wenn Ärzte etwas nicht wissen, sagen sie, es muss ein Virus sein. Naja, ich habe mal gehört, dass Frauen mit Syphilis blinde Kinder bekommen. Vielleicht hatte deine Mutter ja auch Syphilis. Na, das musst du unbedingt meine Schwester fragen, wenn du sie kennenlernst. Ja, wann lerne ich sie denn kennen? Erst in einem Monat. Einen Monat habe ich noch, bis sie ja auftaucht, um sich ein Bild zu machen. Okay. Du kennst sie vielleicht. Sie hat Bücher geschrieben. Sie heißt Florence Baker. Sagt mir nichts, aber ich bin auch echt kein Maßstab. Du weißt ja, ich könnte sie zitieren und wüsste es nicht mal. Weißt du, sie hat Kinderbücher geschrieben und dreimal darfst du raten, wovon sie handeln. Von Kindern? Nein, besser. Von einem kleinen blinden Jungen namens Little Donnie Dark. Little Donnie Dark? Ja, der bin ich. Komm schon. Du erzählst deinem auch alles, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, was? Was? Nein, wirklich, das stimmt, ich schwör's dir. Aber nur kurz fürs Protokoll. Ich hasse es, Donnie genannt zu werden, okay? Okay. So, fertig. Okay. Setz dich. Ja, du musst mir sagen, wo ich hin muss. Oh, geh geradeaus. Ja? Stopp! Drehen nach links und hinknie. Hinknie? Oder ein Stück. Ja. Entschuldigung. Okay. Alles okay? Ah. Verstehe. Ach ja, ich habe die Badewanne. Ja, ich hoffe, das ist kein Problem. Ja. Kein Problem. Okay. Oh, einen Moment noch. Wo willst du denn hin? Wirst du schon sehen? So, jetzt ist es perfekt. Das sieht sehr schön aus. Also, erzähl mir doch ein bisschen was von Little Donnie Duck. Okay, tust du mir ein bisschen was auf? Ja, klar. Danke. Also gut, Little Donnie Duck ist 12 Jahre alt und genauso wie ich blind zur Welt gekommen. Mhm. Aber für Donnie ist das überhaupt kein Problem, denn er kann Auto fahren und Flugzeuge steuern, denn jetzt kommt's, seine anderen Sinne sind so weit entwickelt, dass er sogar hören kann, wenn eine Bank in über einer Meile Entfernung ausgeraubt wird. Was? Ja, er kann auch hören und riechen vor allem, wenn die Kommunisten einen Putsch aushecken. Oh mein Gott. Ja, unser Donnie ist ein wahrhaft gewissenhafter Kämpfer gegen das Recht. Nein, gegen das Unrecht. Okay. Ja, weißt du, und dann am Ende jedes Buches, also wenn klein Donnie dann von der Polizei, vom FBI oder der CIA einen Orden verliehen bekommt, dann sagt er immer, blind sind nur die, die nichts sehen wollen. Entschuldigung. Ja. Oh Mann, wow. Ja. Hey, lass uns doch was trinken, ha? Ich hab nur Wein da. Ich trink nichts anderes. Zu Kartoffelsalat. Zu allem. Okay. Oh, sag mir einfach, wo er ist. Stell mal bitte ganz kurz ruhig. Ich muss nur, weißt du, ich muss zählen, damit ich mich nachher wieder an die richtige Stelle setze. Okay. Na gut, das waren jetzt nicht so viele Schritte. Aber ich kann dir trotzdem helfen. Na, ich schaff das schon. Warte. Oh. Oh mein Gott, ich könnte das nie. Ach, klar. Ich würde mit beiden Füßen im Kartoffelsalat landen. Würdest du nicht? Doch, ich spreche da aus Erfahrung. Hey, kennst du dieses eine Spiel, wo man mit verbundenen Augen einem Esel einen Schwanz an den Hintern pinnen muss? Ich hab davon gehört. Also ich musste das bei jeder doofen Geburtstagsparty spielen, obwohl ich so schlecht darin war. Ich meine, ich habe zwar jedes Mal einen Hintern getroffen, aber nie war es der vom Esel. So, also dann, Prost. Prost. Ich will mehr. Mehr was? Mehr Donnie Dark-Geschichten. Schreibt deine Schwester sie immer noch? Nein, also sie hat 6 oder 7 geschrieben. Sie waren relativ populär. Also jetzt nicht so populär wie Mary Poppins, aber doch sehr bekannt. Nur halt nicht gerade bei Blinden. Es waren halt eben keine Tatsachenberichte.
Und wo bist du zur Schule gegangen? Im Wohnzimmer. Ich hatte zwei Privatlehrer für Blinde. Aber es gibt doch sowas wie Blindenschulen, oder? Ja, geben tut's die schon, aber das wusste ich nicht. Bis vor einem Jahr wusste ich sowieso kaum etwas von der Welt. Was war denn vor einem Jahr? Da ist eine Familie zu uns in die Nachbarschaft gezogen. Die Fletchers. Und ihre Tochter Linda kam immer zu mir rüber und hat mir vorgelesen. Sie war der erste Mensch, mit dem ich mich so richtig angefreundet habe. Also jetzt nach dem Tod meiner Eltern. Linda ist toll. Weißt du, sie ist so lebenslustig, so fröhlich und... Weißt du, sie hat mir einfach alles gezeigt. Sie hat mich mit in die Stadt genommen, sie hat mich Freunden vorgestellt, sie hat mich mit auf Partys genommen und... Plötzlich war ich am Leben und am Lernen und... Weißt du, weil zu Hause da... Da war ich wie ein Haustier im Käfig, ja? Ich kam einfach nicht raus und... Ja, durch Linda dann schon. Sie hat mir Selbstvertrauen gegeben. Sie hat auch gewusst, dass das wichtig ist. Naja, jedenfalls hat sie dann dieses Apartment für mich gefunden und mich überzeugt, hier einzuziehen. Am Anfang habe ich mir ziemlich in die Hosen gemacht. Aber ich habe es geschafft. Ja. Naja, vielleicht war es auch ein Fehler. Keine Ahnung. Nein, nein, das war kein Fehler. Dieser Schritt musste irgendwann mal gemacht werden. Mhm. Und wo ist Linda jetzt? Sie hat vor ein paar Wochen geheiratet und lebt jetzt in Chicago. Ich wünschte, sie wäre hier. Wäre alles ein bisschen einfacher. Hey, ich bin ja jetzt da. Hm? Mhm. Wenn du was brauchst, dann klopfst du einfach. Wobei, eigentlich musst du gar nicht klopfen. Flüstern reicht. Ich höre dich schon. Okay. Hey, sag mal, weißt du was? Was denn? Warum machen wir die Tür nicht einfach auf? Welche Tür denn? Na, die Tür zu meinem Apartment, die Verbindungstür. Ich meine, da muss es doch einen Schlüssel dafür geben, ha? Der Hausmeister hat eigentlich einen Schlüssel, aber nein, den können wir nicht fragen. Das geht nicht, das... Warum nicht? Naja, ich meine, wir würden ja praktisch zusammen wohnen und wie sieht das denn aus? Na, kann mir eigentlich egal sein, wie es aussieht. Ich sehe sowieso nichts. Okay, dann... Okay. Mit einem Messer bekommen wir sie vielleicht auf, hm? Ja. Okay. Hilfst du mir kurz mit der Kommode? Na klar. Also, hier, ja, genau. Ziehen Sie in deine Richtung? Mhm. Noch ein Stück? Okay, das reicht. Okay. Ja. Was ist denn hinter der Tür? Mein Schlafzimmer. Verdammt, das funktioniert einfach nicht. Weißt du, ein Einbrecher muss ein Türschloss nur schief anlächeln und schon geht's auf. Aber bei uns ehrlichen Menschen... Oh, sag mal ruhig. Ich habe da gerade was klicken gehört. Oh, das war nur ich. Ich habe nur gemacht. Oh. Ja. Weißt du was? Warten wir lieber doch auf den Hausmeister. Nein, jetzt bin ich dran. Darf ich? Okay. Okay. Ja. Alles klar. Und du glaubst, du kannst das besser als ich? Nein, ich weiß nicht. Aber ich meine, ich kann es zumindest probieren, oder? Ja, klar. Oh, da. Oh mein Gott, du hast es geschafft! Sie ist offen! Oh verdammt, das ist ein Riesensaustall! Bloß nicht hingucken! Mach ich nicht. Sorry. Jill, es ist wirklich in Ordnung, okay? Ich krieg den Bogen noch raus. Alles es wird gut. Nur ein wenig dauern. Kein Problem. So. Oh, lass die Tür doch offen. Na gut, aber du musst mir sagen, wenn du sie wieder zumachen solltest, weil ich will nicht gegenrennen. Ja, klar. Alles gut, geht sich aus. Okay. Okay. Ja, okay. Wäre dir Linda als Nachbarin lieber? Keine Ahnung, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Warum fragst du das? Naja, weil ich mich frage, ob du noch verliebt in sie bist. Habe ich gesagt, dass ich verliebt in sie bin? Hey, wenn es dir zu persönlich wird, dann sag's einfach. Dann höre ich auf. Manchmal geht's einfach durch mit mir, weißt du? Okay. Also, warst du verliebt in sie oder bist du es nicht? Jeder Mann hat ein Geheimnis und das ist meins. Oh. Wie ist sie so? Sehr hübsch. Woher willst du denn das wissen? Hey, ich kann ein Gesicht mit meinen Fingern ertasten. Und je nach Oberfläche und Form kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wie jemand aussieht. Ja, willst du denn gar nicht wissen, wie ich aussehe?
praktisch. Ach, was, wirklich? Ja, ja, klar, komm. Bei sowas lüge ich nicht. Hey. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Weißt du, ich habe mich immer gefragt, wenn ich nur für 30 Sekunden sehen könnte, ja, dann wüsste ich gern, wie ich selbst aussehe. Ich verrat's dir. Süß und sehr sexy. Also los. Okay. Oh Gott, Entschuldigung. Moment. Also gut, dann warte mal. Du hast weiches Haar. Oh mein Gott, was ist das? Entschuldigung, was ist das? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Keine Panik, das ist nur ein Haarteil. Was? Hast du keine eigenen Haare? Natürlich habe ich eigene Haare, aber die sind eben viel länger als meine. Hat Linda denn keine getragen? Nein. Ach, die hatte das bestimmt nicht nötig. Die hat wahrscheinlich von Natur aus lange, schöne, blonde Haare. Ich hasse sie. Also gut, egal. Ohne Haarteil. Ja. Mach weiter. Mach los. Das ist jetzt aber schon ein bisschen gruselig, das weißt du. Ne? Ab hier ist alles echt. Okay. Okay? Na, bin ich Elizabeth Taylor nicht wie aus dem Gesicht geschnitten? Keine Ahnung, denn da hatte ich meine Finger noch nicht dran. Wir sehen uns extrem ähnlich. Vor allem, wenn man nicht sehen kann. Verstehe. Das sind meine Brüste. Die sind echt. Alle beide. Was ist denn los? Ja, was soll denn los sein? Wenn ich es wüsste, würde ich nicht fragen, oder? Ja, was soll denn das? Ich meine, es ist heute Weltbehindertenbarmherzigkeitstag, oder was? Was? Ja, ich brauche deine Almosen nicht, okay? Und dein Mitleid will ich auch nicht. Ich mach das, weil es mir Spaß macht. Und der Blitz soll mich treffen, wenn ich den Typen bemitleide, der gleich Sex mit mir haben wird. Butterflies are free. And so are we. Ich find sie nicht. On that velvet morning, as our love was forming,
I said you couldn't hurt me if you left me without warning. I said the butterflies are free. And so are we. Ich bin überhaupt nicht in dem Chaos hier. Was suchst du denn? Ach, ist egal. Aber sie muss hier irgendwo sein. Was denn? Oh Gott, ich hab sie gefunden. Was denn? Oh, meine Schatzkiste. Okay. Die nehme ich überall hin mit. Aha. Hier, füll mal. Oh, warte. Oh, das ist feines Holz. Ja, und Perlmutt. Was bewahrst du darin auf? Naja, alles, was mir eben wichtig ist. Mhm. Das zum Beispiel. Ja. Das ist ein Teil vom Mond. Oder von einem Stern, keine Ahnung. Ich habe es in der Wüste gefunden, habe es einem Geologen gezeigt und der meinte, so ein Mineral gibt's gar nicht auf der Erde. Also muss es irgendwie vom Mond oder von einem Stern heruntergefallen sein. Es fühlt sich aber an wie ein Stein. Ja, ich weiß, aber es ist keiner, okay? Okay. Das ja? ist ein Milchzahn. Oh, Jill! Was denn? Na ja, ist doch nur ein Zahn, mein Gott. Aber daneben nicht meine Geburtsurkunde. Oh, ein Foto von mir, als ich in der Highschool bei der Mikado Theater mitgespielt habe. Macht ja nichts draus, ist sowieso verwackelt. Mein letzter Wille und Testament. Was, dein letzter Wille und Testament? Ja, und Anweisungen für meine Beerdigung. Das ist schon ein bisschen morbid, oder? Was? Nein, ganz im Gegenteil. Genau darum geht's mir ja, verstehst du? Beerdigungen müssen nicht morbid sein. Meine zum Beispiel soll in einer großen Kirche stattfinden, mhm. wo man das ganze Kirchengestühl hinauswirft und stattdessen riesige Pölster auf den Boden verteilt, wo die Leute einfach liegen können. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand in Schwarz aufkreuzt, weißt du? Mhm. Alle sollen fröhliche, bunte Farben tragen. Ja. Und Blumen. Ganz viele Blumen. Also keine Kränze oder so, sondern wilde Blumen, die überall verstreut werden. Und Schmetterlinge? Ja, Schmetterlinge. Viele bunte Schmetterlinge. Und die ganze Zeit soll Musik laufen. Ich will, dass die Beatles eine Messe für mich komponieren. Und singen. Und die Rolling Stones sollen auch singen. Und Simon & Garfunkel und die Doors und die Birds. Und ich? Und du. Du. Und willst du eigentlich auch eine Trauerrede haben? Ja. Natürlich. Die muss Sidney Poitier halten. Oh mein Gott, ich bin verrückt nach seiner Stimme. Und währenddessen soll André Prévent das Ave Maria auf der Orgel spielen. Naja, und wenn der keine Zeit hat, dann ist mir Leonard Bernstein auch recht. Ja, ist klar. So. Na, klingt das immer noch morbid? Überhaupt nicht. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hey, oh, was ist das denn? Ein Geschenk für dich. Okay, was ist das? Naja, wonach fühlt sich's denn an, hä? Nach einer Kette. Richtig, das sind Love Beads. Love Beats? Ja, die habe ich in meiner Hippie-Phase getragen. Hm. Naja, und wenn du ein Gitarrengott werden willst, musst du auch welche tragen. Was? Warum hat man mir das nicht schon früher gesagt? Keine Ahnung, Donovan trägt welche. Oh. Und Jimi Hendrix. Und was muss ich noch tragen? Ein paar coole Klamotten. So was Wildes. Okay. Ne? Und deine Frisur. Die haut einen auch nicht gerade um. Was? Wie? Wieso? Was stimmt denn nicht mit meiner Frisur? Weißt du was? Ich mach sie dir einfach, ja? Na, Jill, ich. Jill! Was stimmt denn nicht mit meinen Haaren? Na ja, weißt du, die Art, wie sie gekämmt sind, ist ein bisschen spießig. Aber keine Sorge, ich krieg das hin. Ich muss hier irgendwo einen Kranz haben. Oh, ja. Ah, Wunden. Okay. So, es kann losgehen. Ja. Sitz und halt still. Okay, alles klar, aber nicht so schnell. Na los. Ja. Okay. Weißt du, Jill, ich... Was denn? Ich glaube, ich möchte nicht wie ein Hippie aussehen. Du wirst doch nicht wie ein Hippie aussehen, sondern einfach nur hip. Das will doch jeder. Komm schon. Okay, warte. Okay. Ich kann das wieder.
alles gut. Ja? Ja. Okay. Wann hattest du denn deine Hippie-Phase? Ich würde sagen, gleich nach meiner Ehephase. Also, ich habe am Sunset Strip abgehangen, Pott geraucht und Dinge gesagt wie... Traue keinem über 30. Keine Ahnung, hat einfach dazugehört. Hat ja jeder so gemacht. Ja. Naja, und dann habe ich damit aufgehört, weil es jeder so gemacht hat. Und dann bin ich den jungen Republikanern pro Ronald Reagan beigetreten. Was der nächste Fehler war, weil sowas wie junge Republikaner gibt's gar nicht. Ah. Na bitte, jetzt siehst du cool aus. Wirklich? Ja. Ist schon fertig? Ja, was sagst du, wie fühlt sich's an, hä? Cool, oder? Ja, es ist ein bisschen wild. Ach, was? Das ganz im Gegenteil, weißt du, das gibt dir Charisma. Was meinst du damit, das gibt mir Charisma? Naja, Ausstrahlung, Persönlichkeit, sowas wie eine Star-Qualität. Aha, okay. Das ist mehr wert als Talent. Ich sag's dir, wenn du Charisma hast, dann brauchst du sonst nichts. Die Leute werden sich die Beine in den Bauch stehen, nur um dich sehen zu dürfen. Du bist schön, weißt du das? Innen wie außen. Du bist aber auch nicht ohne. Oh, danke schön. Hey, ich muss dich was fragen. Ja, klar. Naja, also vorhin, als ich deine Hände auf meine Brüste gelegt habe, warst du da schockiert? Ja. Was, wirklich? Nein, natürlich nicht. Also ich meine, was heißt schockiert? Ich war überrascht, plötzlich eine Brust in der Hand zu haben. Oh. Ja, also ich möchte einfach nicht, dass du denkst, dass ich ständig durch die Gegend laufe und mir Männer Hände an die Brust patsche. Nein. Weißt du, wenn ich mit einem Typen ins Bett will, dann habe ich da so ein bestimmtes kleines Lächeln, das ich aufsetze, um mein Interesse anzudeuten. Ach was, wirklich? Ja. Okay, dann will ich dieses Lächeln jetzt mal spüren. Oh komm schon, das geht nicht. Nein, nein, das funktioniert nicht. Mein Gott, das ist das Lächeln! Ah! Ich zeig's dir später. Okay. Mit dir habe ich es ja sowieso anders angehen müssen, ne? Also jedenfalls möchte ich nicht, dass du denkst, ich wäre eine Schlampe oder so. Jill, das tue ich nicht, okay? Das habe ich nie. Okay. Also ich rede ja nicht gerne über Sex, aber ich dachte mir, vielleicht möchtest du das wissen. Du bist ziemlich gut darin. So gut wie ein Feuerwerk am Unabhängigkeitstag? Oh, so wie der Unabhängigkeitstag und Weihnachten zusammen. Oh, dann gibt's jetzt Bescherung. Hallo, Schwesterherz. Schön, dich zu Hause anzutreffen, Donny. Jill, das ist meine Schwester. Deine Schwester? Sag mal, haben wir etwa einen Monat lang geredet? Florence? Florence, das ist Mrs. Benson. Hallo. Wie geht's? Wie geht es Ihnen denn? Wohnen Sie auch hier? Oh, ich wohne nebenan. Ich kam rüber, um Don zu fragen, ob er mir helfen kann. Ich habe meine Bluse nicht zugekriegt. Ja, das sehe ich. Wo befindet sich denn Ihre Bluse? Ach, keine Ahnung. Die muss hier irgendwo rumliegen. Ah, da ist sie ja. Wissen Sie, ich habe da so einen Knopf auf der Rückseite. Florence, wir hatten eine Abmachung, okay? Ich war gerade in der Gegend. Nein, du warst nicht in der Gegend. Du warst in der Mall. Das ist Ecke 50. Hier sind wir in der 11. Ich habe dir ein paar Hemden gekauft und dachte mir, wenn ich sie dir vorbeibringe, hast du sie gleich... Florence! Ich brauche keine Hemden. Du brauchst Hemden als Vorwand, um hier aufzutauchen. Oh, sehen Sie diesen Knopf, habe ich gemeint. Könnten Sie vielleicht... Und dafür musstest du von zu Hause wegziehen? Genau dafür. Okay. Ist nicht gerade der Buckingham Palace. Nein, eher das Taj Mahal. Und hier isst du? Oh, wir haben so getan, als ob wir ein Picknick machen würden. Weißt du, Florence, das solltest du auch mal probieren. Das macht echt Spaß. Ja. Wo kommen diese Möbel her? Ein Teil war schon hier, der Rest ist vom Trödler. Das kommt, wie ich sehe, weitgehend aufs Gleiche heraus. Was um Himmels Willen ist denn hier passiert? Sag mir, wo du hinsiehst und ich erklär's dir. Das ist mein Apartment. Oh. Haben Sie schon mal erwogen, eine Putzhilfe einzustellen, Mrs. Benson? Nein, nein, ich komme klar. Wissen Sie, ich bin zwar chaotisch, aber sauber. Und der Unterschied ist mir sehr wichtig.
Na, da bin ich ja beruhigt. War diese Türe immer schon offen? Nein, sie war bisher zu. Wir haben sie heute Morgen aufgemacht. Was soll das? Was denn? Sie meint dein Bett. Schläfst du tatsächlich da oben? Wie ein Baby. Was, wenn du runterfällst? Dann kletter ich die Leiter wieder hoch. Wo hast du deine Kleidung? In der Küche. In der Küche? Hm, da ist mein Kleiderschrank. Wow. Oh Gott, sag mal, Bilaran, hast du denn gemerkt, dass deine Schwester reingekommen ist? Sie war doch mucksmäuschen still. Am Geruch. Was? Am Geruch? Ja. Das ist Numero 10. Sie benutzt bestimmt eine halbe Flasche am Tag davon. Dadurch kann ich immer riechen, wenn sie um mich herumschleicht. Ich kann nicht hören. Sag mal, warum hast du mich als Mrs. Benson vorgestellt? Ach, das ist mir so herausgerutscht. Was macht sie denn da drin? Sie durchsucht gerade meine Schubladen, um zu schauen, ob ich noch genügend Kleidung habe. Aber in Wirklichkeit hat sie einen Unterwäsche- und Sockenfetisch. Ich kann dich immer noch hören. Ja, weißt du, was sie in Wirklichkeit macht, Jill? Sie versucht, Beweise dafür zu finden, um mich zu überzeugen, dass ich wieder nach Hause kommen soll. Aber sie enttäuscht mich. Weißt du, ich hätte schwören können, dass sie als Erste sagt, wenn sie hereinkommt, das ist ja schlechterdings zum Weinen. Sie ist noch nicht fertig, sie sagt's noch. Nein, ich kenne ihr Programm. Normalerweise wäre der Satz längst gefallen. Wetten wir, sie sagt's noch? Wetten wir ums Abendessen? Wenn sie es nicht sagt, dann essen wir bei mir auf meine Kosten. Aber wenn sie es noch sagt, essen wir bei dir auf deine, hm? Die Wette gilt. Du kannst schon mal einkaufen gehen. Was für eine wunderschöne Wohnung. Ach, schade. Ich dachte, du würdest etwas anderes sagen. Ich bin noch lang nicht fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen. Na, dann sag's endlich, damit wir es hinter uns haben. Also zu all dem gibt es nur eines zu sagen. Jetzt kommt's. Wahrscheinlich ist das ein Segen, das du nicht sehen kannst. Wie du hier wohnst. Ja, Florence. Ein Segen. Für den ich jeden Tag immer wieder aufs Neue demütig dankbar bin. Donny, kann ich ehrlich mit dir sein? Kannst du's? Jetzt sagt's. Ich bin schockiert. Hm. Verdammt, ich hab verloren. Tja. Halb acht ist in Ordnung? Halb acht ist wunderbar. Wo wäschst du dich? Da vorne steht eine Schüssel. Das ist schlechterdings zum Weinen. Ah. Oh, Jill, du hast gewonnen. Ja. Sind Hamburger okay? Hamburger sind perfekt. Okay. Oh, aber mindestens zwei für jeden. Geht klar. Ich rede ja nicht nur von diesem Drecksloch hier, Donny. Ich rede auch von dir. Du bist so dünn, du bist abgemagert. Ich bin überhaupt nicht abgemagert, Florence. Ich habe genau das richtige Gewicht für einen 1,70 Meter großen Elfjährigen. Mrs. Benson, sagen Sie mal, wo ist eigentlich Mr. Benson? Wer ist Mr. Benson? Ihr Ehemann, wie ich annehme. Oh, Sie meinen Jack. Keine Ahnung, wieso? Ach, ich war nur neugierig bezüglich Ihres Ehestandes. Hab ich keinen. Jill ist geschieden, okay? Wie alt sind Sie, Mrs. Benson? 21. 21? Und da sind Sie schon verheiratet und wieder geschieden? Genau, da sollte es mir auch erlaubt sein, wählen zu gehen, finden Sie nicht? Ich finde, Sie sollten sich sogar aufstellen lassen bei solcher Lebenserfahrung. Florence. Wie lange waren Sie verheiratet? Oh, 6 Tage. Und am 7. Tage haben Sie geruht? Nein, ich habe Schluss gemacht. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meinen Vorsprechen. Ein Vorsprechen? Ja. Wofür? Für ein Stück, für ein Off-Broadway-Stück. Dann sind Sie also Schauspielerin. Ja. Kann ich Sie denn schon in irgendetwas gesehen haben, abgesehen von Ihrer Unterwäsche? Oh, ich denke nicht. Außer Sie waren auch auf der Beverly Hills High School. Hm? Okay, da habe ich nämlich in Der Mikado mitgespielt. Ich war Yam Yam. Yam Yam? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und vor einem Jahr oder so habe ich eine TV-Werbung gedreht für Panazin. Was ist Panazin? Oh, das kennen Sie bestimmt. Das ist gegen übersäuerten Magen. Nein, das kenne ich nicht. Oh. Was macht Ihr Vater? Welcher? Wieso, wie viele haben Sie denn? Oh, 4. Eine Rechte und 3 Stiefväter. Ihre Mutter war 4-mal verheiratet? Bis jetzt. Wissen Sie, wir leben in Los Angeles.
Dann kommen Sie aus einer kaputten Familie. Florence. Aus mehreren. Warum heiratet Ihre Mutter so oft? Florence! Keine Ahnung, ich schätze, es gefällt ihr so. Anscheinend heiratet sie lieber, als verheiratet zu sein. Hm? Ich muss jetzt wirklich los. Bis später dann. Ja, bis später. Und viel Glück nachher. Danke. Und denk dran, 7:30 heute hier. Ja, ja. Klar. Was passiert hier 7:30? Weißt du, Florence, 7:30 werden Jill und ich gemeinsam zu Abend essen. Nur Jill und ich. Zu zweit. Musstest du so verdammt unfreundlich sein? War ich unfreundlich? Ja, das ganze Verhör. Was glaubst du, wer du bist? Der Staatsanwalt von Scarsdale? Ich habe doch ein Recht darauf zu wissen, mit wem mein Bruder verkehrt. Ja, dann reden wir doch mal über meine Rechte. Du solltest erst in einem Monat hier sein. Warum musstest du heute schon aufkreuzen? Seit wann redest du so mit mir? Seit wann steigst du einfach so in mein Zimmer? Die Tür war offen. Dann du hättest anklopfen warum können. Warum sperrst du meine Tür nicht ab? Solange ich mich hier noch nicht richtig auskenne, ist es leichter für mich, wenn die Leute einfach so reinkommen können, okay? Aber keine Sorge, Florence. In Zukunft wird die Tür abgeschlossen sein. Ich dachte, es wäre eine nette Überraschung, wenn ich vorbeikomme. Wenn ich gewusst hätte, dass ich hier nur das 5. Rad am Wagen bin. Wärst du trotzdem gekommen. Und ich bin froh darüber. Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Na, Gott sei Dank. Weißt du, meine schlimmsten Befürchtungen waren, dass deine Befürchtungen nur Befürchtungen bleiben könnten. Überleg dir mal, es hätte dir hier gefallen. Da hätten wir jetzt gar nichts zu reden. Musstest du dir unbedingt eine so schäbige Gegend aussuchen? Weißt du, für mich sieht's hier aus wie in Scarsdale. Also ich würde mich mit diesen Leuten hier zu Tode ängstigen. Zu mir waren sie bisher sehr nett. Ja, das kann ich mir vorstellen. Heute Morgen hast du mir noch erzählt, du wüsstest nicht, wer Mrs. Benson heißt. Das wusste ich auch noch nicht. Da hatten wir uns noch nicht kennengelernt. Dafür habt ihr euch ja recht zügig angefreundet, nicht? Ja, weißt du, Florence, sie ist eben ein sehr freundliches Mädchen. Ja, das ist mir nicht entgangen. Ja. Donny, darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Nein. Hast du mit diesem Mädchen geschlafen? Oh, Gott sei Dank, ich dachte, du würdest nie fragen. Ja, hab ich. Hab ich mir doch gleich gedacht. Ja, wenn du es dir gedacht hast, warum fragst du dann? Jetzt weiß ich wenigstens, warum es dir so wichtig war, eine eigene Wohnung zu haben. Nicht, weil du aus deinem Leben etwas machen willst. Oh nein, du brauchst einen Ort, wo du Orgien feiern kannst. Tag und Nacht. Orgien beginnt erst ab 3 Leuten. Ich kenne dich. Du hast schon wieder diesen Linda Fletcher Gesichtsausdruck. Du wirst dich auch in dieses Mädchen verlieben. Na und, werde ich vielleicht. Ist das schlimm? Bist du sehr traurig, dass ich nicht schwul bin? Mrs. Benson ist nicht gerade die Sorte Mädchen, die man sich erträumt. Ich bin auch nicht auf der Suche nach deiner Traumfrau. Sie ist ganz augenscheinlich unterbelichtet. Ist sie nicht? Sie zitiert Dylan Thomas. Oh, wie beeindruckend. Ich kann dir versichern, Dylan Thomas hätte sie nie zitiert. Ha, ha, ha. Florence. Sie ist so unscheinbar. Jetzt hör doch mal auf. Doch, sie hat kleine Knopfaugen wie ein Vogel und eine Figur wie ein Zahnstocher. Na bitte, die perfekte Beschreibung meiner Traumfrau. Du kannst den Unterschied zwischen gut und schlecht nicht beurteilen. Ich schon. Ich kann die Gesichter der Leute sehen, ihre Augen, du nicht. Moment mal, ich kann doch durch ihre Augen bis in ihre Seelen schauen. Vergessen wir nicht die Donnie-Dark-Kräfte. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Du hast keine Ahnung vom Leben. Ja, und wessen Schuld ist das, hä? Wessen Schuld ist es denn, dass ich niemals mit anderen Kindern zusammen in die Schule gegangen bin? Wie hätte das denn gehen sollen? Es gibt Schulen für Blinde. Wir konnten es uns leisten, nicht zu Hause Moment. Wir? Oh Gott. Mom und Dad, sie dachten, es wäre besser für dich, als dich mit einem Haufen anderer blinder Kinder wegzuschicken, wie in einer aussätzigen Kolonie. Ach so, siehst du mich also als einen Aussätzigen? Natürlich nicht. Komm rein. Entschuldigung, Sie noch einmal damit belästigen zu müssen. Was gibt's denn? Ach, nur ein weiterer Reißverschluss. Ich glaube, du gewinnst. Bleib dran. Dankeschön. Sie wird dir sicher eine große Hilfe sein, sobald sie gelernt hat, sich selbst anzuziehen. Dabei kann ich ihr ja helfen. Donny. Was? Hör zu, ich habe eine wunderbare Idee. Du kommst wieder mit mir nach Hause und wir heben dein Bett an. Es ist auch noch eine eigene Garage. Das ist großartig, Florence. Aber weißt du, es wäre nicht ganz dasselbe, oder? Also gut. Wenn du darauf bestehst, hier zu bleiben, dann drehe ich dir den Geldhahn zu. Darf ich mal bitte vorbei?
Danke. Was tust du? Na, ich rufe bei der Daily News an. Das wird eine Schlagzeile geben. Florence Baker untersagt einem Behinderten die Unterstützung. Wie willst du denn dein Geld verdienen? Das Wenige, was du gespart hast, muss längst weg sein. Ich hab noch ein bisschen was. Und wenn das weg ist? Ja, da kann ich ja mit einem Becher in der Hand auf der Straße betteln gehen. Na, keine Sorge, von deiner Shopping-Mall halte ich mich fern. Hör auf mit dem Unsinn, ich will wissen, was du vorhast. Ich werde Gitarre spielen und singen. Du hast selbst gesagt, dass ich sehr gut darin bin. Wusste ich noch nicht, dass du damit dein Geld verdienen willst. Ja, vielen Dank. Hast du eine Vorstellung davon, wie viel Konkurrenz es da gibt? Was, ich habe die gleichen Chancen wie jeder andere auch. Da, weißt du was? Ich habe sogar bessere, denn ich habe Charisma. Darf ich fragen, wie du zu diesem brillanten Entschluss gekommen bist? Ja, ganz einfach. Durch einen Eliminierungsprozess. Ich habe einfach eine lange Liste erstellt mit all den Dingen, die ich nicht tun kann. Wie zum Beispiel Flugzeugpilot werden oder Baseballspieler oder Fotograf oder Stierkämpfer. Weißt du, was ich lange überlegt habe? Augenarzt. Aber ich habe es dann doch wieder verworfen. Ich nehme an, Linda Fletcher hat dir diese Gitarrenidee in den Kopf gesetzt. Ja, man könnte sagen, sie hat versucht, mich zu instrumentalisieren. Was tust du denn? Ich höre, was ich schon längst hätte tun sollen. Florence, was? Ich nehme dich jetzt mit nach Hause. Vergiss es auf keinen Fall. Oh nein, du kannst hier nicht alleine leben. Florence, was tut denn? Hör auf damit! Schaut, ich habe meine Freunde hier! Ach, bitte halt mich doch nicht für so dumm, dass ich dir all deine Partys abnehme! Du hast keine Freunde, es gibt ja keine Partys! Doch, ich hab Jill! Ach, bitte, da wärst du besser dran mit deinem blinden Hund! Ja, mit dem habe ich aber nicht so viel Spaß! Sehr richtig! Schaut, gib mir's mit! Nein! Gib mir's mit! Nein, Mann, du kommst jetzt mit! Komm her! Schaut, hör auf! Du weißt, dass ich das hasse! Dann! Komm her! Schaut. Ich nehme dich jetzt! Komm erst her, Mann! Bitte auf dir Sorgen um mich zu machen, okay? Ich krieg das hier alles sehr gut hin. Und weißt du, wenn das mit dem Singen nicht klappt, dann kann ich ja immer noch Jura studieren. Oder Technik eben. Weißt du, es gibt so viel, was ich als Blinder machen kann. Keine Sorge. Ich muss jetzt los, okay? Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wo gehst du hin? Da habe ich doch gesagt, einkaufen. Für das Abendessen. Ich warte hier so lange auf dich. Florence! Ich will dich nicht riechen, wenn ich wieder nach Hause komme. Hab eine gute Heimreise nach Scarsdale. Ich ruf dich morgen an.
Mrs. Benson? Ja? Könnten Sie einen Moment reinkommen, Mrs. Benson? Wissen Sie, ich musste mal vorsprechen und verlaufe mich ständig in New York, also... Keine Sorge. Ich achte darauf, dass Sie rechtzeitig wegkommen. Ich dachte mir, Sie und ich, wir könnten ein wenig miteinander plaudern. Sie wissen schon, so unter Frauen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Oder Tee? Nein, danke. Oh, aber ein Apfel. Oh, warten Sie. Wo ist denn Don? Einkaufen. Ich mag es, wenn Äpfel schön glänzen. Das erinnert mich jetzt an was. Sie, wie Sie mit den Apfelreichen so schön glänzend. Oh, ich hab's. Schneewittchen. Ja, Sie wissen schon, wie die alte Hexe hier den vergifteten Apfelreich. Miss Baker, das war jetzt natürlich nicht so gemeint, wie es sich vielleicht angehört hat. Ich weiß, Sie sind keine Hexe. Und Sie nicht, Schneewittchen. Sie werden die Rolle kriegen. Ach, was macht Sie denn da so sicher? Na, Sie sind ein hübsches Mädchen und das ist doch, was die Theater suchen, nicht? Heutzutage braucht man ein bisschen mehr als nur ein hübsches Gesicht. Außerdem bin ich gar nicht wirklich hübsch. Unsinn. Sie sind sogar wahnsinnig hübsch. Nein, bin ich nicht. Wenn ich es sage. Nein, bin ich nicht. Ich habe kleine Knopfaugen wie ein Vogel und eine Figur wie ein Zahnstocher. Na? Wollen Sie denn gar nicht leugnen, dass Sie das gesagt haben? Wie könnte ich? Offensichtlich haben Sie es ja gehört. Es gibt eine Menge Dinge, mit denen man mich runtermachen kann. Da muss man sich nicht auch noch Lügen überlegen. Wissen Sie, was ich an Ihnen mag? Oh, gar nichts. Ich mag Ihre Ehrlichkeit, Ihr offenes Wesen. Sie sind eine recht weltgewandte junge Frau, nicht Mrs. Benson? Ja, ich schätze schon. Wissen Sie, es wäre mir lieber, Sie würden mich nicht Mrs. Benson nennen. Aber das ist doch Ihr Name, Mrs. Benson. Ja, nur dass Sie das Mrs. irgendwie nicht so sagen, als ob Sie es auch ernst nehmen würden. Oh, das tut mir leid. Dann nenne ich Sie einfach Jill, oder? Das klingt freundlicher. Und ich versuche es auch so zu sagen, als ob ich es auch meine. Oh, gut. Also, Jill. Mich interessiert, was Donnie und Sie gemeinsam haben könnten. Er mag Sie sehr. Und ich mag ihn sehr. Gut möglich, dass er der schönste Mensch ist, den ich je kennengelernt habe. Wissen Sie, ich versuche mir einfach vorzustellen, wie es ist, durchs Leben zu gehen, ohne jemals etwas gesehen zu haben. Ich meine, keine Blumen, keine Bilder, keine Weihnachtskarte. Ich würde da am liebsten auf der Stelle tot umfallen. Aber Don will leben. Und ich meine, richtig leben. Und er kann sogar noch Witze darüber machen. Er ist einfach fantastisch. Dann wollen Sie ja auch nur das Beste für ihn, nicht? Aha. Da sind wir jetzt beim eigentlichen Thema, nicht wahr? Zum Beispiel, dass ich ihm sagen soll, dass er mit ihnen heimfahren soll? Ist es das? Donny war glücklich zu Hause. Bis Linda Fletcher ihm die Idee mit der eigenen Wohnung in den Kopf gesetzt hat. Ja, Sie glauben wahrscheinlich, er kann nur mit Ihnen glücklich sein, nicht wahr? Tja, blind sind nur jene, die nicht sehen wollen. Hey, was sagt man dazu? Ich kann Dylan Thomas zitieren und Little Donny Dark. Sie verblüffen mich am laufenden Bande. Ja. So sind wir Frauen von Welt eben. Eigenartig, wie ähnlich Sie und Linda sich sind. Donny bleibt wirklich konsequent bei einer Sorte Mädchen. Warum nennen Sie ihn Donny? Das ist sein Name. Oder sage ich den auch so, als ob ich ihn nicht ernst meinen würde? Er hasst es, Donny genannt zu werden. Das hat er nie erwähnt. Doch, hat er. Sie haben eben nicht zugehört. Taub sind nur jene, die nicht hören wollen. Davon haben Sie bestimmt sowieso eine Menge drauf, nicht wahr? Zum Beispiel,
Lahm sind nur jene, die nicht gehen wollen. Dünn sind nur jene, die nicht essen Glauben wollen. Glauben Sie, es ist gut für Donny, allein in dieser Gegend zu wohnen? Ich glaube, für Don ist es gut zu wohnen, wo er will. Außerdem ist er nicht alleine, ich bin auch da. Aber für wie lange? Haben Sie überhaupt einen richtigen Mietvertrag hier? Nein. Das heißt, Sie könnten hier morgen schon wieder ausgezogen sein, wenn Ihnen danach ist. So ist es. Sie konnten Ihre Ehe nicht länger als 6 Tage aufrechterhalten, richtig? Meine Ehe braucht Sie wirklich nicht zu beschäftigen. Hat Ihre Ehe Sie denn sonderlich beschäftigt? Ja. Haben Sie einmal einen Gedanken darauf verwendet, was eine Ehe für einen blinden Jungen bedeuten könnte? Sie haben Donny in Bestform erlebt. In einem Raum, den er sich genau eingeprägt hat. Wie viele Schritte es bis zum Feinkostladen sind, hat er sich ebenfalls sehr gut gemerkt. Aber gehen Sie doch mal mit ihm richtig raus. Raus aus diesem Raum, raus auf eine Straße, die er noch nicht kennt. Dann verläuft er sich heillos und gerät in Panik. Donny braucht jemanden, der wirklich zur Seite steht. Und zwar nicht bloß für 6 Tage. Miss Baker, ich bitte Sie, Sie machen sich völlig umsonst Sorgen, wissen Sie? Zwischen mir und Don, da wird sich gar nichts Ernsthaftes entwickeln. Ich bin da anders gepolt. Aber Donny ist so gepolt. Ich bitte Sie, wir haben einfach nur ein bisschen Spaß. Einfach Spaß haben. Genauso hat es mit Linda auch angefangen. Aber Donny hat sich in Linda verliebt, genauso wie er sich in Sie verlieben wird. Und was dann? Keine Ahnung. Dann lassen Sie es nicht so weit kommen. Gehen Sie jetzt. Bevor Sie ihm wehtun. Was ist denn mit Ihnen? Sie können ihm nicht wehtun? Oh nein, das kann ich nicht. Ich kann ihn bestenfalls irritieren. Aber Sie, Sie können ihn richtig verletzen. Je länger Sie bleiben, desto schwieriger wird es für ihn, wenn Sie gehen. Ich bitte Sie, lassen Sie ihn mit mir nach Hause gehen und haben Sie Ihren Spaß mit jemandem, der mit so etwas umgehen kann. Ich wäre mir dann nicht so sicher, dass Sie ihn nicht verletzen können. Wissen Sie, was ich denke? Ich denke, Sie können das besser als irgendjemand sonst. Je mehr Sie versuchen, ihm zu helfen, umso mehr verletzen Sie ihn. Verstehen Sie das denn nicht? Es war Linda Fletcher und nicht Sie, die ihm das gegeben hat, was er wirklich braucht. Selbstvertrauen. Sie beschäftigen sich ständig mit dem Negativen, mit dem, was er braucht, statt mit dem, was er will, mit dem, was er nicht kann, statt mit dem, was er drauf hat. Ich meine, was ist mit seiner Musik? Was ist mit dem Song, den er geschrieben hat, hä? Oh, verstehe. Sie wussten nicht mal, dass er Songs schreiben kann. Wissen Sie was? Was mich angeht, haben Sie wahrscheinlich sogar recht. Nein, ich bin nicht das ideale Mädchen für Don, das weiß ich selbst, aber eines kann ich Ihnen garantieren. Sie sind es auch nicht. Und wenn hier irgendjemand heimgehen sollte, dann sind Sie das, Miss Baker. Gehen Sie heim. Disturb the sound of silence.
that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Was tust du denn? Ich suche nach Frischheit der Folie, um das Fleisch einzuwickeln, damit es nicht schlecht wird. Ich hab keine und das Fleisch wird nicht schlecht. Das Fleisch sieht furchtbar aus. Dann siehst du nicht an. Florence, komm doch bitte aus der Küche raus. Es ist 20 vor 10. Ja, ich weiß. Jill ist unpünktlich, sie ist unzuverlässig, sie ist überhaupt alles, was mit un beginnt. Sonst noch was? Du hast 7:30 gesagt. Florence, du musst hier wirklich nicht mit mir ausharren, okay? Ich warte nur, bis sie zurückkommt. Ich werde eurer Orgie nicht im Wege stehen, das habe ich ja gesagt. I knew the day you met me, I could love you, if you let me, though you touched my cheek and said how easy you forget me, you said, butterflies are free. So we. Ist das das Lied, das du geschrieben hast? On that, ja. Yeah. Morning. Aber es ist noch nicht ganz fertig. The summer love was. Moment, woher weißt du eigentlich, dass ich das geschrieben habe? Ich wusste es nicht, deswegen habe ich dich ja gefragt. Okay. Schön, ist gut. Moment, findest du das Lied jetzt schön und gut oder heißt das schön? Und jetzt ist damit auch wieder gut. Nein. Ich meine, es ist schön. Gut. Wow. Couldn't hurt me if you left me without warning or sound. Was glaubst du, wo sie ist? Sie spricht wahrscheinlich immer noch vor. 6 Stunden lang. Ich mache mir Sorgen um sie. Was? Du machst dir Sorgen um Jill? Du etwa nicht? Die Donny Darknase schlägt aus. Irgendetwas stimmt hier nicht. Zuerst gefällt dir mein Song, dann machst du dir Sorgen um Jill und seit einigen Stunden hast du schon kein Wort mehr darüber verloren, dass sie nach Hause kommen soll. Irgendetwas ist mit dir nicht in Ordnung. Werke ich denn nicht in Ordnung? Ja. Als nächstes sagst du mir noch, du magst Jill. Ich habe nichts gegen sie. Ich wünschte nur, sie wäre eine andere Sorte Mädchen. Aber sie ist doch eine andere Sorte Mädchen. Und genau das ist das, was dir nicht gefällt. Sie ist 3 Stunden zu spät. Na und, du bist 1 Monat zu früh. Sie könnte sich ja auch verirrt haben. Sie hat selbst gesagt, sie findet sich in New York noch nicht zurecht. Jeder Taxifahrer kann sie wieder nach... Was? Sie hat überhaupt nicht gesagt, dass sie sich in New York nicht zurechtfindet. Doch, das hat sie mir gesagt. Ja, wenn sie es zu dir gesagt hätte, dann hätte ich es doch auch hören müssen. Ja, also, das muss sie dann wohl gesagt haben, als du schon weg warst. Sie war hier, als ich weg war? Jetzt, wo du sagst, ja. Und warum? Ach, du weißt schon, das Übliche, ich sollte ein Kleid zu machen. Das hast du schon gemacht, als ich noch da war? Sie kam nur kurz vorbei, das ist alles. Sie war nur 1 Minute hier. Aha, worüber habt ihr gesprochen? Ist es denn so wichtig? Was, du konntest dir merken, dass sie sich in New York nicht zurechtfindet, aber du hast ja nicht gemerkt, worüber ihr gesprochen habt? Donny, bitte, schrei mich nicht an. Dann sag's! Worüber habt ihr gesprochen? Wir sprachen über Schneewittchen. Schneewittchen? Ja. Und die 7 Zwerge? Kennst du noch andere?
Und warum habt ihr über sie gesprochen? Ist es nicht egal, warum wir über sie gesprochen haben? Wir haben nichts Schlechtes über sie gesagt. Florence, ich mag es einfach nicht, wenn du hinter meinem Rücken mit meinen Freunden sprichst, okay? Es war nicht hinter deinem Rücken, du warst nicht mal im Zimmer. Donny? Was? Hat Linda Fletcher dir Selbstvertrauen gegeben? Du weißt doch verdammt gut, was sie mir gegeben hat. Aber hat sie dir auch Selbstvertrauen gegeben? Ja. Und ich nicht? Du hast mich unterstützt. Ich dachte immer, das eine führt zum anderen. Wahrscheinlich nicht zwangsläufig, hm? Warum hast du mir nie gesagt, dass du nicht Donny genannt werden willst? Was, das habe ich dir tausendmal gesagt? Der Dinge, die ich tausendmal höre, merke ich mir. Oh gut, dann waren es halt nur hundertmal. Ich meine, was soll denn das Ganze? Wozu die ganzen Fragen? Ja, aber was ist denn falsch an Donny? Es erinnert mich an Little Donny da. Und was ist daran falsch? Ach, das kannst du doch selber denken. So gut. Wie möchtest du denn gerne genannt werden? Ich versuche es mir zu merken. Don. Donnet. Von mir aus kannst du mich auch Sebastian oder Irving nennen, ja? Das ist mir völlig egal, nur bitte nicht Donny. Ich werde dich nicht Sebastian oder Irving nennen, aber ich werde mich bemühen, dich Don zu nennen. Dankeschön. Bitteschön. Okay, Florence, das ist... Chelsea ist wieder da, du kannst jetzt nach Hause gehen. Da ist ein Mann bei ihr. Florence, bist du... Was kommt da von der Tür? Ich kann sowieso nichts verstehen. Psst, sei ruhig. Sie sind jetzt drüben. Aber da ist ein Mann bei ihr. Vielleicht ist das nur der Fernseher, den du hörst. Ach bitte, warum sollten Sie mit dem Fernseher reden und lachen? Komm rein! Hey, ich bin wieder da. Hey. Oh, Miss Baker, Sie sind ja immer noch da. Don, ja. Ich habe Ralph Austin mitgebracht. Du weißt schon, der Regisseur des Stücks. Hey, Ralph! Ich habe ihm alles über dich erzählt und er wollte dich unbedingt kennenlernen. Ralph, komm rüber! Na los! Ja. Das ist Don. Hi. Hey! Jill hat mir schon gesagt, wie... Also wie gut du angepasst bist für jemanden, der nicht sehen kann. Du kannst das Wort blind ruhig verwenden, ich verwende es auch. Ach ja, klar. Hätte ich mir denken können. Jill hat mir schon erzählt, du hast da keinerlei Komplexe wegen dieser Sache. Ralph, du musst nicht schreien. Mr. Austin, mein Bruder ist nicht taub. Oh, Entschuldigung. Und das ist Dons Schwester, Miss Baker. Ha. Mach dir nichts aus, Ralph. Die meisten Leute glauben, wenn man blind ist, ist man auch taub. Und dabei kann er viel besser hören als wir. Was? Nein, kann ich nicht. Doch, und erst sein Geruchssinn. Blinded by the light, we flew up like a goose just to run her in the night. Blinded by the light. Kann ich Ihnen noch etwas anbieten, bevor Sie wieder aufbrechen? Gegessen haben wir gerade, vielen Dank, aber ein Kaffee wäre großartig. Sie wurden mich hier zum Abendessen erwartet, Jill. Oh, Don, das tut mir leid. Ach, ist schon in Ordnung. Da haben wir es. Unsere Blumen und Kerzen, das ist so hübsch. Ja. Yeah. Mann, wie konnte ich das nur vergessen? Ich weiß so, Ralph und ich, wir sind nach dem Vorsprechen gleich zu ihm, um darauf anzustoßen. Und wir haben dabei eine ganze Flasche Champagner geleert oder was auch immer das war. Es war Burgunder, Cremo. Ja, genau. Hast du die Rolle denn gekriegt? Oh, ja und nein. Also, ich spiele nicht die Ehefrau. Was dann? Den Schwulen? Den Schwulen? Nein, seine Sekretärin. Ja. Es ist nur eine kleine Rolle, aber ich habe eine schöne Szene, stimmt's? Jill hat wirklich ein tolles Vorsprechen hingelegt. Mann, ich war richtig stolz auf sie. Ja, und dabei war ich so aufgeregt, also weniger wegen der Vorsprecherei, aber ich meine, stellt euch mal vor, völlig nackt da oben zu stehen. Kaffee?
Nein, danke. Warum musste Jill denn nackt vorsprechen? Nacktheit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Stückes. Da mussten wir die Körper unserer Schauspieler eben sehen. Der visuelle Aspekt spielt dabei eine wesentliche Rolle, verstehst du? Ja, ja. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich so etwas sage. Ist schon in Ordnung, Ralph. Wie mögen Sie denn Ihren Kaffee, Mr. Austin? Einfach schwarz, bitte. Also ich meine, man kann mich ja echt nicht Brüder nennen. Das soll man leider versuchen. Aber am Anfang, da fiel es mir richtig schwer, mich auszuziehen. Nur, naja, die 40 oder 50 anderen Schauspieler um mich herum waren ja auch alle nackt. Naja, und da die Einzige zu sein, die was anhat, wie hätte sich das wohl angefühlt? Rundum warm. Ja, ich bin mit meinem Produzenten und mit meinem Autor in der ersten Reihe gesessen. Und in dem Moment, als Jill nackt auf die Bühne kam, wussten wir einfach, sie ist falsch für die Hauptrolle. Sagen Sie mal, Mr. Austin, gibt es in diesem Stück auch so etwas wie eine Geschichte oder sollte man sich da lieber nicht zu viel erwarten? Sogar eine ausgesprochen dramatische Geschichte, Miss Baker. Ja, ich sterbe am Schluss. An Lungenentzündung? Nein, nein, nein. Das wird eine fabelhafte Szene. In solchen Sachen, da bin ich ein Genie. Jill wird am Ende auf der Bühne liegen und an einer Überdosis Heroin sterben. Sie fällt in Agonie, windet sich am Rücken über die Bühne und schreit immer wieder dieses eine Wort. Ah, immer und immer wieder. Welches Wort? Musstest du unbedingt fragen? Ich weiß nicht, ob ich das hier erwähnen sollte. Sie werden dieses Wort auf einer Bühne verwenden und wissen nicht, ob Sie es hier auch können? Es ist schon in Ordnung, Ralph. Du kannst es ruhig sagen. Was? Ficken? Glaubst du wirklich, die Öffentlichkeit ist schon bereit für sowas? Machst du Witze? Die lächeln doch geradezu danach. Ich spreche dabei natürlich von der denkenden Öffentlichkeit und nicht von irgendwelchen oberflächlichen Snobs aus Scarsdale oder sonst wo. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Sie schöpfen aus dem Vollen, Mr. Austin. Miss Baker ist aus Scarsdale. Anwesende natürlich ausgenommen, Miss Baker, wie es so schön heißt. Ja, vielen Dank, Mr. Austin, aber ich ziehe es vor, nicht ausgenommen zu werden. Sagen Sie, wie lautet der Titel Ihres Stückes? Der Titel lautet, das füge auch dem anderen zu. Den muss ich mir merken. Ich will ja nicht versehentlich reingehen. Vielleicht gefällt Ihnen das Stück ja, Miss Baker, wenn Sie ihm eine Chance geben, wenn Sie mal ganz unvoreingenommen hineingehen. Das Stück ist ja nicht wirklich schmutzig, es ist ganz nahe am Leben dran, verstehen Sie? Nicht an Ihrem Leben. Ja, dann werden wir wohl versuchen müssen, es ohne die Unterstützung des Scarsdale-Publikums zu schaffen. Auf diesen oberflächlichen Snob werden Sie jedenfalls nicht zählen können. Für Nacktheit, Obszönität und Degeneriertheit bezahle ich nicht auch noch Eintritt. Miss Baker, all diese Dinge sind doch Bestandteil des menschlichen Lebens, oder etwa nicht? Ich weiß, Mr. Austin, ebenso wie Durchfall. Aber der fällt bei mir auch nicht unter Unterhaltung. Also, Ralph, hey, falls unser Stück verboten werden sollte von der Polizei wegen diesen ganzen... Keine Sorge, das Stück wird 2 Jahre lang laufen und es würde mich nicht wundern, wenn es dich zum Star macht. Hör mal, ich muss da los. Steve kommt noch mit der neuen Fassung rüber. Wie lange brauchst du, um zu packen? Nicht lange, aber geh doch schon mal vor, hä? Ja, wenn du nicht ewig brauchst, dann warte ich noch auf dich. Ja, es ist nur ein Koffer, aber bis ich alles gefunden habe, wird es eine Weile dauern, also... Du verreist? Ja, habe ich das nicht gesagt? Ich zieh zu Ralph. Habe ich das nicht erwähnt? Nein, das haben Sie nicht. Ja, Ralph hält's für eine gute Idee, wenn ich zu ihm ziehe. Es war deine Idee. Ist doch egal, wessen Idee es war. Es ist eine gute Idee. Ey, ich ziehe ja nicht wirklich weg, ha? Ich bin ganz in der Nähe. Wo ist das nochmal? Hinter der Christopher Street. Siehst du? Und wo ist die nochmal? Am anderen Ende der Stadt. Weißt du, Ralph hat ein richtig cooles Studio, so ähnlich wie deine Wohnung, nur viel größer und mit Dachterrasse und, naja, er hat zwar nicht so ein Bett wie du, aber
Seins ist auch nicht schlecht. Du wirst es ja mal sehen, wenn du vorbeikommst. Wir möchten nämlich, dass du uns jederzeit besuchst. Wann immer du willst, nicht wahr, Ralph? Ja klar, betrachte dich als Teil der Familie. Ja. Wir werden eine richtig tolle Zeit dort haben. Du wirst Ralph lieben. Er ist einer von uns. Schade, dass du sein Gesicht nicht sehen kannst. Er hat ein gutes Gesicht. Stark und nobel. Oh, hey, Ralph. Lass Don doch mal dein Gesicht berühren, ha? Wenn er dich berührt, dann weiß er, wie du aussiehst. Ja, mach nur doch. Er will nicht! Also gut dann, Don, war nett, dich kennengelernt zu haben, ja? Es war auch nett, Sie kennengelernt zu haben, Miss Baker. Ich entschuldige mich, falls ich Sie beleidigt habe. Schon gut, Mr. Austin. Ich versichere Ihnen, es wird sich keine weitere Gelegenheit dazu ergeben. Brauch nicht zu lange, Süße, ja? Ja. Alles okay? Danke. Okay, dann packe ich jetzt mal meine Sachen. Mhm. Ich komme noch mal vorbei, um mich zu verabschieden, bevor ich gehe, ja? Alles klar. Florence, bist du noch da? Ja. Ich muss dir etwas sagen, bitte setz dich. Ist es etwas Schlimmes? Nein, du wirst zufrieden sein, aber setz dich trotzdem. Das tue ich bereits. Ich will heim, kannst du das Auto holen? Ich packe in der Zwischenzeit die Sache. Hörst du? Ja. Warum sagst du nichts? Ich sortiere meine Gedanken. Kannst du das nicht machen, während du das Auto holst? Ich bin gleich fertig. Warte einen Moment. Ich denke, darüber sollten wir erstmal reden. Was? Was willst du? Reden? Du willst darüber reden? Ich habe einen Freund und hat von dir erwartet und du willst reden? Das ist doch der Grund, warum du hergekommen bist, oder Florence? Du willst mich doch mit nach Hause nehmen. Ja, was willst du denn reden? Wir haben nur den ganzen Tag geredet. Hast du selbst gesagt, das ist hier nicht gerade das Buckingham Palace? Hast du selbst gesagt, ich lebe hier nur in einem Drecksloch? Und du hast geantwortet, es wäre das Taj Mahal. Du hast gesagt, dass es dein Zuhause ist. Also bitte, wo bleibt dein Freudentanz? Oh, willst du gar nicht mehr, dass ich mit dir nach Hause komme? Nein, ich sage nur, wir sollten es bereden. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich finde dieses Apartment immer noch verheerend. Und ich bezweifle, dass ich es jemals mögen werde. Aber ich habe mich auch nicht dazu entschlossen, hier leben zu wollen. Du schon, du konntest es kaum abwarten, eine eigene Wohnung zu haben. Du bist in diese Angelegenheit reingestürmt und jetzt willst du wieder rausstürmen. Ich finde, darüber sollten wir reden. Weißt du, Florence, es ist schon bemerkenswert. Wir beide, wir denken immer das Gleiche. Nur nie zur selben Zeit. Ich schaff das nicht, okay? Ich glaube einfach nicht, dass ich das schaffe. Was? Nur weil dich ein Mädchen sitzen gelassen hat? Zwei Mädchen, vergessen wir Linda nicht. Und wenn es 10 Mädchen wären? Die lassen sogar Männer sitzen, die sehen können, weißt du? Soll ich mich jetzt besser fühlen? Nein, aber du sollst aufhören, dich selbst zu bemitleiden. Das hast du doch nie getan, also bitte fang jetzt nicht damit an. Don, du wirst noch viele Mädchen kennenlernen und einmal wird doch eine dabei sein, die eine richtige Beziehung führen kann. Jill kann das nicht. Das weiß sie selbst. Don, ich denke, du solltest besser hier bleiben. Ich will nicht, dass du dich geschlagen gibst und enttäuscht heimkommst. Du hast immer noch deine Musik. Das Scheiße, Florence! Krieg das doch mal in deinen Schädel rein! Ich bin nicht Little Donny Dark, okay? Ich bin enttäuscht. Ich bin geschlagen. Ich bin nicht Little Donny Dark.
vorbei, okay? Erinnerst du dich noch an die erste Donnie Duck-Geschichte? Ja. Du warst 5 Jahre alt. Wir haben den Sommer am See verbracht. Du warst das erste Mal in einem Wasser, das tiefer war als eine Badewanne. Du warst völlig verängstigt. Aber in der Nacht habe ich dir von einem kleinen, blinden Jungen erzählt, der die 7 Weltmeere durchschwimmt und mit Delfinen reden ja, kann. Ja, und die Delfine haben ihm dann irgendetwas von feindlichen U-Booten erzählt, die auf die Vereinigten Staaten von Amerika losgehen wollen. Und Little Donny ist dann eben mal schnell rübergeschwommen und hat alle gewarnt. Das ist doch nur Mist! Du hast am nächsten Tag schwimmen gelernt! Ich habe das doch nicht geschrieben, um Literaturpreise zu gewinnen. Ich habe diese Geschichten geschrieben, weil sie eine Methode waren, dir zu helfen. Soll ich mir jetzt wieder eine Geschichte einfallen lassen, oder bist du Manns genug, diese Situation selbst in die Hand zu nehmen? Es ist nicht leicht, sich daran zu gewöhnen, nicht mehr gebraucht zu werden. Nächste Mal anständige Möbel sehen. Du brauchst doch noch Geschirre und Gläser. Ich schick dir was. Und Bettwäsche. Oh Gott, und ein anständiger Aschenbecher wäre auch nicht verkehrt. Dieses Drecksloch ist vielleicht weniger schlimm, wenn man es ein wenig herrichtet. Darf ich dir dabei helfen, es ein wenig herzurichten? Sicher. Florence. Ich bin froh, dass du hergekommen bist. Ich liebe dich, Don. Und ich liebe dich, Mutter. Was war das? Nur mein Ohrring. So, dann. Thank you.
mistaken. Do I smell frying bacon? Someone has put the coffee on love. Does it mean she's come back to me? Does it mean she's come back to me? Am I dreaming? Or is that old mill steaming? I smell coffee being the Lord, and I hear a morning song. I hear a morning song. Oh Lord, it's been so long. Did I hear dishes? My heart found its wishes that she has found herself enough. So now she looks for me. So now she looks for me. So now she looks for me. Ich habe die neuen Geschirrtücher da gelassen. Vielleicht kannst du sie ja doch brauchen. Mhm. Und hier ist mein Wohnungsschlüssel. Ich lege ihn zum Telefon. Kannst du ihn dem Hausmeister geben? Ja, klar. Ist wahrscheinlich besser, er macht die Tür wieder zu, ha? Weißt du, ich warte erst mal ab, wer einzieht. Könnte ja auch jemand Cooles sein. Oh, ja, hoffentlich. Ja. Also gut, lass uns keine große Abschiedsszene machen, oder? Ja. Wir sehen uns. Willst du nicht noch ein bisschen bleiben? Weißt du, wenn ich erstmal auf dem Weg wohin bin, dann gehe ich lieber gleich los. Kennst du sicher? Ja, klar kenne ich. Da bin ich genauso. Na gut, dann werde ich mal die Sandwiches essen. Sandwiches? Ja, weißt du, ich habe vorhin so viele vorbereitet und... Oh. Magst du eins? Ja. Bier dazu? Klar. Wo ist denn deine Schwester hin? Wie bitte? Wo ist deine Schwester? Ja. Sie ist wieder nach Hause gefahren. Oh, wirklich? Ja. Hab gar nicht gehört, wie sie gegangen ist. Und wie ist ihr Urteilsspruch ausgefallen? Sie akzeptiert die Unabhängigkeitserklärung. Du machst Witze. Nein, wirklich. Aber man muss ihr lassen, sie hat eine starke Schlacht geschlagen. Ja. Vielleicht... Hättest du sie gewinnen sollen? Ich meine, vielleicht wärst du zu Hause wirklich besser aufgehoben. Schmeckt das Sandwich? Ich meine es ernst, ich habe... Hör mal, Chef. Ich habe den ganzen Tag gebraucht, um meine Schwester zu überzeugen, okay? Ich fange jetzt nicht mit dir nochmal von vorne an. Also, ich mag es, wenn Leute Dinge für mich tun. Ja, dann zieh doch zu meiner Schwester. Wie findest du Ralph? Wo bist du gerade? Beim Sofa, wieso? Ich konnte deine Stimme gerade nicht orten. Das konntest du doch bis jetzt immer. Nee, ich war nicht konzentriert, okay? Okay. Er macht einen netten Eindruck. Wer? Ralph. Du magst ihn nicht, oder? Ich hab gesagt, er macht einen netten Eindruck. Ich hab gespürt, dass du ihn nicht magst. Du warst so angespannt, als er da war. Ich bin immer angespannt, wenn viele Leute im Raum sind. Ich muss dann erstmal dahinter kommen, wer gerade spricht und ob ich angesprochen werde. Ich schätze, du magst ihn nicht, weil er unhöflich war. War er das? Naja, du weißt schon, als er Scarsdale vor deiner Schwester schlecht gemacht hat und so. Das war doch ein Missgeschick. Er wusste doch gar nicht, dass sie aus Scarsdale ist. Aber tut mir leid, wenn du ihn für unhöflich hältst. Ich halte ihn nicht für unhöflich. Na, ich hab's nicht gesagt. Du warst es. Oder ist hier sonst noch wer? Ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Aber weißt du, du hast recht. Ich mag ihn wirklich nicht. Wusste ich's doch. Und warum denn nicht?
Ist so, wie du sagst, er ist unhöflich und eitel. Aber ich hab dir doch versucht zu erklären, dass er das nicht ist. Ach, und danke übrigens, dass ich sein Gesicht fühlen musste. Ich dachte eben, wenn du weißt, wie er aussieht, magst du ihn vielleicht eher. Weißt du, er hat ein gutes Gesicht. Ja, zum Ansehen vielleicht. Bei Matasten kommt das nicht drüber. Das tut mir leid. Ich dachte eben, wir könnten alle Freunde sein. Du magst Ralph auch nicht. Komm schon, ich zieh zu ihm. Warum sollte ich zu einem Typen ziehen, den ich nicht mag? Hm? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Alles klar. Du glaubst nur, weil du blind bist, siehst du alles, hm? Ja, weißt du auch warum? Das ist der sechste Sinn. Du magst Ralph nicht. Wow, was sagst du jetzt? Das ist unheimlich, was? Nein, es ist ganz einfach nur blöd. Ist es mit Ralph auch so wie der Unabhängigkeitstag und Weihnachten zusammen? Nicht ganz, aber er hat eine gewisse Kraft, okay? Mit ihm ist es wie der Tag der Arbeit. Und ist er ein schöner Mensch? In vieler Hinsicht, ja. Hat er Charisma? Auf jeden Fall. Dann verkaufe ich meins. Beeil dich damit, das kann recht schnell verblassen. Liebst du ihn? Was? Komm schon, warum sollte ich dir diese Frage beantworten? Du hast dir doch sowieso schon deine Meinung gebildet. Liebst du ihn? Ja, auf meine Art. Komisch. Heute Morgen meintest du noch, du weißt überhaupt nicht, ob du überhaupt jemanden lieben kannst. Das war heute Morgen. Ich darf doch wohl meine Meinung ändern. Oder will der Kongress meine Meinung von heute Morgen als neues Gesetz verabschieden? Weißt du, Jay, ich bin hier nicht der welterfahrenste Mensch. So viel weiß ich, okay? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn man gerade in die Arme seines Liebsten braust, dann lässt man sich nicht von ein paar Sandwiches aufhalten. Was wieder nur einmal zeigt, wie wenig du mich kennst. Ach, das hat nichts damit zu tun, was meine Schwester gesagt hat. Komm schon, was soll das jetzt mit deiner Schwester zu tun haben? Dass du weggehst! Dass du nicht zum Abendessen gekommen bist! Ich weiß, dass du es nicht vergessen hast. Warum gehst du? Ich gehe, weil ich es will. Ich bin frei und wenn ich gehen will, dann gehe ich. Ich dachte, das hat etwas mit mir zu tun. Es hat rein gar nichts mit dir zu tun. Ja. Du hast eine Heidenangst, dich auf etwas einzulassen. Ich will mich auf gar nichts einlassen, das habe ich dir gesagt. Ja, stimmt, das hast du gesagt. Keine Verantwortung, keine Bindung. Ich muss eben abhauen können, bevor mich jemand zu langweilen beginnt. Oh, langweilig dich? Irgendwer, egal. Ja, stimmt, einen Ralph, den kann man einfach so verlassen und es stört einen nicht. Aber bei einem blinden Typen fällt sowas schon schwerer. Schon, deine Blindheit hat überhaupt nichts damit zu tun. Du weißt ja verdammt gut, dass sie sehr viel damit zu tun hat. Ralph, Sebastian oder Irving, die kannst du alle sitzen lassen, das wäre der scheißegal. Aber wenn du Little Donnie Dark sitzen lässt, dann könnte es passieren, dass du dich dafür beginnst zu hassen und das würde dir nicht gefallen, Jay. Hasse mich oder liebe mich. Aber verlass mich nicht, weil ich blind bin. Und bleib auch nicht, weil ich blind bin. Wer sind Sebastian und Irving? Niemand, nur irgendwelche Namen. Okay, weißt du was? Ich verstehe dich einfach nicht, ja? Wir beide, wir sind so unterschiedlich und früher oder später werde ich dir wehtun. Und das will ich einfach nicht. Warum denn nicht? Du tust doch allen anderen auch weh. Ich will keine zweite Linda Fletcher sein. Sie hat dir wehgetan, nicht wahr? Ja, aber sie war da. Sie war da, als ich sie brauchte. Das kann ich dir nicht versprechen. Ich habe keine Ahnung, wo ich sein werde, wenn du mich brauchst. Du wirst mich mehr brauchen, als ich dich brauche. Ich brauche niemanden. Habe ich nie und werde ich nie. Klar. Ich muss jetzt gehen. Ich bin froh, dass du ich muss und nicht ich will gesagt hast. Ach, schön, dann habe ich ja auch einmal was richtig gesagt, hä? Weißt du, ich werde jahrelang an dich denken und mich fragen, ob du jemals eine Verpflichtung eingegangen bist oder eine Bindung. Ich hoffe nicht. Ja, das wird doch nicht passieren. Soll ich dir das sagen, warum, Jill? Weil du zurückgeblieben bist. Weil du emotional zurückgeblieben bist, Jill. Wusstest du das? Du hältst nichts aus. Nichts, was von Dauer ist. Deswegen hast du auch deine Ehe nicht ausgehalten. Du hast eine Heidenangst davor, dich in mich zu verlieben. Und deswegen läufst du weg. Aber weißt du was, Jill? Das ist auch gut so. Weil du unreif bist, ja? Unfähig für Verantwortung. Weißt du, was du bist, Jill? Du bist ein beschissener Krüppel. Ein Krüppel bist du, Jill! Gott, ich bedauere dich so. Da bin ich lieber blind. Wer ist da? Wer ist da?
Es ist nicht deine Schwester. Boden. Ich wollte picknicken. Was für eine wunderbare Idee.